Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls Remastered. Heute ist Freitag, heute ist Wochenende. Freut euch. Ich habe noch 8 Fuel und ich habe im letzten Part bemerkt, dass die Tür, die war ja vorher geschlossen, die ist jetzt ja offen. Ich glaube, weil der, dieser Gonto oder wie er hieß, dagegen geschlangert und ein Gegner die Tür geöffnet hat. Meiner Meinung nach. Die zwei Truhen atmen tatsächlich nicht. Och nö, was? Nicht schon wieder ein Duell. Nö, 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 nö. Das setze ich euer Ernst. Na toll. Kleiner Arsch, ey. Ich hätte mich anders umdrehen sollen. Was ist denn er für einer? Ein Glück bin ich jetzt untot, ey. ja. Was zur Hölle war das denn jetzt? Für ein Typ. Oh. Ja, geil. Oh, ja, moin. Super, jetzt müssen wir... wegen dem Idioten alles wiederholen hier. Das ist doch scheiße. Ja, geh du nur an die Wand da. Ja, freu dich. Ein Kullerkeks. Bist ne Penner. So, und tschüss. Hier kann man eigentlich relativ gut farmen, habe ich das Gefühl. Ich meine, immer 1000 bei diesen Gegnern, das ist jetzt nicht viel. Wieder mal ein bisschen Kondition. Ist als Hülle nicht möglich. Ja, moin, ey, Mann, ey. Reichen 10. Ich weiß nicht. Ich mach mal vorsichtshalber 15. Wir haben ja noch genug Menschlichkeit. 15 mache ich mal. Und ja, ich weiß, ich brauche auch Menschlichkeit, um mein Glück zu erhöhen. Nee, Quatsch. Damit ich dann hier immer, vielleicht auch mal die Ausrüstung der Gegner bekomme. Aber das mache ich alles irgendwann, wenn ich es mal brauchen sollte. Jetzt brauche ich es ja gerade nicht. Ja, auf jeden Fall. Durch die Wand durch, na klar. Macht Sinn, ey. Das ist doch Cheaten auf höchstem Niveau hier. Du bist doch ein Penner. Lass mich durch.
Komm, stirb jetzt. Sind das hartnäckige Schweine teilweise hier. So, erstmal eine mitgegeben. Zack. Küss die Truhe. Oh, silberne Stulpen und Silberritter Gamaschen. Ah, hier ist die ganze Rüstung drinne. Ich brauche die nicht mal erfarmen. Das ist ja mega cool. Da ist sie. Der Helm der Silberritter, die Arno Londo bewachen. Als Fürst Gwyn auszog, die Flamme zu binden, spalteten sich seine Ritter in zwei Gruppen. Die Silberritter verblieben im Dienst ihrer Göttin in der vergessenen Hauptstadt. Boah. Besser ist die Rüstung nicht als meine. Aber die ist wahrscheinlich auch um einiges leichter. Ist zwar ganz hübsch, aber... spricht mich jetzt nicht wirklich an. Ach, so kommt man denn hier hin, oder was? Hä, Moment, lol. Hä? Es gibt zwei Treppen. Das ist eine doppelwendige Treppe. Doppelwendetreppe, ist ja witzig. Okay, da oben geht's auch irgendwo. Oh, hier geht's zum Dingens. Good morning, sir. Ich hab gehört, sie haben ihre Schulden nicht bezahlt, mal wieder. Jetzt weiß ich auch, warum keiner seine Schulden eingetrieben hat. Der Typ ist einfach viel zu gut. Der macht einfach jeden platt. Das ist natürlich, immerhin sind wir jetzt tot, wir können nicht mehr invasiert werden, das ist doch schön. Ich habe mal Bock, auch selber einzuinvasieren, aber ich glaube, dafür muss man erst einen Eid beitreten, wa? Das mache ich ja nicht. Ich kämpfe dich einfach nieder, ist mir egal. Hi. Kommen Sie bitte her hier. Ja, den Trick kenne ich schon, den Cheater-Trick. Damit kommen Sie bei mir nicht mehr weit, Sir. Kommen Sie mal her hier. So geht's stechen. Du Arschloch. Ja. Yep. Hast du fein gemacht. Und tschüss. So, der nächste. Ach, hallo, sie schon wieder. Man darf die nie immer von hinten, sondern man muss die immer von der Seite irgendwie nehmen, habe ich das Gefühl. Also ungefähr. Nee, so nicht. Auch nicht so. Nee, bei dem Angriff geht es irgendwie gar nicht. Wieso schlägt er denn? Ich habe doch gar nicht geschlagen. So, jetzt reicht's. Die geben aber auch nicht mal irgendwelche Brocken oder so ein Müll, wa? Nicht mal das tun die. Ach ja, natürlich. Zum Glück kommt der da nicht durch, ey. So, ich habe schon gesehen, dass da eine Treppe rausführt, aber da will ich noch gar nicht hin. Ich möchte mich hier drinnen noch ein bisschen mehr umschauen. Wir machen jetzt hier kein Rusher-LP. Erstmal was trinken. Dann kriegt er schon relativ viel Schaden hier in dem Bunker.
Da oben war nichts. Da stand einer, der ist mir aber relativ wumpe. Ich höre doch noch einen immer rumrennen, was soll denn der Scheiß? So. Das war's mit eurem Freund. Ich halte es nicht aus. Naja, so schlimm ist das Gebiet jetzt hier nicht, aber liegt auch vielleicht daran, dass ich das Drachenschwert habe. Versuch's mit beiden Händen halten. Ah, das ist ja diese Prinzessin. Oh, Alter, holy shit. Holla die Waldfee, ey. Hi. Bist du ihr Macker? Ja? Ich bin der Neue. Die Neue. Ja, stimmt ja, ich bin ja eine Frau. Hm. Ja, und nochmal. Kann ich genug vom Stechen bekommen? Ja doch, die sieht recht hot aus eigentlich. Mensch, 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 Dark Souls, ey. Du wirst doch zum Hot Girl Simulator hier, ey. So, ich will gar nicht wissen, wo das hier mich hinbringt. Nach draußen. Okay, das will ich noch nicht. Ich weiß ja immer, das ist immer das Problem bei Dark Souls. Man weiß nie, wo es jetzt wirklich weit... What? Mach mal auf hier. Machst du mal auf? Ich glaube, da macht diesmal keiner auf. Okay, dann gehe ich halt erstmal den Weg hier wieder. Also hier geht's raus, aber geht's denn da zu einem Boss oder eher nicht? Oh, wer ist er denn? Der hat sogar so einen Champion-Umhang, ey. Na, holy shit. Nee, also hier ist Endstation. Das ist ein relativ großes Gebiet. Wir waren auch noch nicht ganz unten bei, in dieser dunklen Gegend. Aber da habe ich auch echt ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier. Ich hab nichts gesehen, ey. Das war kein fairer Kampf. 1300 hat er diesmal gegeben. Ach, ich habe den hier oben gleich gekillt. Ah ja. Aber da war doch noch einer. Habt ihr das gehört? Hier war gerade so ein kleines Erdbeben hier.
Okay, die hat gegen irgendwas gekämpft. Ist dann einfach. Ja, gut, okay. Bei dem Gegner brauchen wir noch gar nicht rollen. Ach, da ist er ja. Ach, come on, Alter. Du lebst ja noch. Sau. Ah, 115 ist schon kritisch. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal so ein Pulver da. Perfekt. Hier unten läuft auch einer mal die ganze Zeit rum. Das geht mir so hart auf Piss. Ach, guck mal, wer da ist. Ja, moin. Ja, keine Ahnung. Ich helfe dir einfach mal, wa? Oh, fuck. Komm, mach was. Okay, den anderen, den pull ich jetzt einfach. Nein! Das war jetzt dumm von mir. Da habe ich nicht gut nachgedacht. So. Komm her. Ich brauche deinen Rücken. Genau den. Oder den Arsch, whatever. Eigentlich stecke ich in mein Schwert ja richtig hart in die Arschritze. Fällt mir mal gerade so auf. Wenn das mal nicht wehtut. Oh. Hä? So, hab's geschafft. Winzwesenring. Gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. Ja, mein Plan war doch ganz gut, den einen dann zu pullen. So, ich weiß, dass ich den einen Ring nicht hier anrühren darf. Deswegen nehme ich jetzt mal den und guck mir das mal an. Da ist er ja. Kleine Zunahme von TP, okay. Ein Ring aus einem winzigen roten Juwel gewährt kleine Zunahme vom TP. Dieser Ring gewährt mächtigere und unbedeutendere Kräfte, deren Enthüllung und effektive Nutzung manche Reisende einfacher machen kann. Will ich aber nicht. Ich habe schon einen super Ring, der zerbricht, wenn ich ihn ablege. Also nein. Nein, nein, nein. So. Und da sind wir wieder. Ah, hier ist sogar noch eine Truhe. Und die atmet nicht mal. Demo. Oh.
Das ist eine nette Belohnung, die er leider jetzt nicht mehr kriegt. Aber that's not my problem. Immerhin haben wir die jetzt mal alle tot, ey. So, jetzt geht's endlich unten weiter, wo ich aber nicht hingehen werde, weil es mir echt zu arschdüster da ist. Oder wir gehen jetzt komplett die andere Treppe und dann da weiter. Ich glaube, das würde ich auch sagen, dass wir das machen. Moment, falsche Richtung. Also erstmal hier lang gehen. Und dann den Weg da, wo dieser große, dicke Ritter mit dem blauen Champion-Umhang da. Der da so rumsteht. Das Dämonen-Titanit, das lassen wir auch erstmal da, wo es ist. Also hier diese Dämonenbestie da. Ach! Das sind zwei! Oh, lass mich raten, da geht's dann hoch zu Ornstein und Smaug, oder wie sehe ich das? Ich habe die noch nie gegen die gekämpft, ne? Also wirklich, Dark Souls 1 ist ab dem Punkt mit der Spinne wirklich komplett blind. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Da ist ein Fenster offen. Seelen kriegt man eigentlich. Ja, da hinten ist auf jeden Fall ein Ohrenstein und Smaug, ey. Na super. Hier ist ein Schmied. Leute, das ist ein Riese. Oh, ein freundlicher Riese oder was? Moment, da ist ein Gegner. Hi. Blitzspeer kann ich umwandeln in normal. Warte, das wird dann zu Blitzspeer 10? Okay, das ist krass. Warte mal, der hat doch bestimmt auch kleine Scherben. Warte mal, wie viel hat denn der von den ganzen Sachen hier? 17 kann ich. Wie viel hier? Eine. Ja, okay, gut, macht Sinn. 8000 kosten die. Rüstung Schmiedekiste, Riesenhellebarde. Oh, holy, oh, Riesenschild. Könnte ich das denn tragen? Nee, könnte ich nicht tragen. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Oh, Mondlichtpfeil. Das ist ja Zelda hier, oder was? Und natürlich auch die Riesenrüstung. Die ich wahrscheinlich auch nicht tragen kann. Also doch die... Oh, Alter. Die ist schon ganz geil, ne? 16,4 Gewicht. 9, 9, 6 und 16. Okay, 6. Ah, das ist immer ein Gewicht. Das ist knapp dasselbe Gewicht. Und die ist sogar weitaus besser, kann das sein? Warte mal. Ah ja, um 4 Rüstung besser. Ich könnte mir die zwar noch nicht komplett leisten, weswegen ich die erstmal noch lasse. Aber das ist schon mal eine gute Rüstung, um ne, die zu kaufen und so. Riesenschild kann ich leider noch nicht benutzen. Ich werde jetzt erstmal kleine Titanitscherben holen. Und zwar einfach mal 5 Stück. Oh, wir haben es komplett gerüstet. Oder wie sieht das aus? Moment. Wo ist mein Breitschwert? Da, Breitschwert plus 5. Macht 123, das heißt 77.
weniger als mein gerades Schwert. Aber durch das Plus müsste es also... Ach, 38 nur mehr. Ja gut, die Attribute sind auf 10, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Was für eine Waffe hat denn besseren Attributbonus? Oh, das Schlachtermesser ist auf B. Die Keule ist auf A? What? Okay. Ja, auch die Riesenkeule, ja gut. Eine Keule kann ich ja sogar verwenden. Das ist ja eine normale Keule. Die ist auf A? Okay, Moment mal. Die Folge wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger. Es tut mir leid. Ja, was heißt es tut mir leid? Für euch ist ja nichts Schlimmes. Ich will mal gucken, wie viel... Kleine Scherben brauche ich dafür. Ich möchte die Keule mal ganz gerne, oder auch das Schild, ne? Das Schild würde ich eigentlich auch gerne mal verbessern, aber dazu fehlt mir noch das richtige Schild. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Unterschied das macht. Hier mache ich jetzt insgesamt auf plus 5 mit dem Breitschwert. 161 Schaden. Wenn ich mir jetzt nicht richtig, wenn ich jetzt richtig gelesen habe. Ja, 171. Das ist schon nah an meinem geraden Drachenschwert dran. 171. Jetzt mache ich aber hier, da das hier Rang A ist, und auf plus 4, mache ich 187. Das ist schon besser, das ist auf plus 4. Ich glaube, ich sollte auf die Keule sparen, wa? Ich finde zwar Keulen nicht geil als Waffe, ehrlich gesagt, aber die ist halt gar nicht mal so schwach, ne? Die ist halt echt nicht so schwach. Und was brauche ich, um die nochmal weiter zu leveln? Zwei kleine Scherben, ja, das kann man ja... Wie kann ich auf plus 10 nochmal leveln? Wie war das nochmal geregelt? 200! Der macht jetzt genauso viel Schaden wie mein Schwert, oder was? 200. Ja. Gut, hat Schadensreduktion. Gut, okay, ich block eh mit dem Schild, ne? Also von daher. Und das hat sogar noch weniger Gewicht. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich auf die Keule. Wir machen mal den Test. Ganz kurz, bevor ich mir wirklich sicher bin, dass die jetzt genauso stark ist wie mein Drachenschwert, was ziemlich krass wäre. Ich gehe jetzt mal hier hin. 65. Und wechsle das Ding jetzt mal. Oh, der schlägt ganz schön langsam. Verbraucht mehr Ausdauer. Das hätte ich mal vorher testen müssen. Aber ich guck mal kurz, wie viel Schaden der macht. 74 sogar. Der ist eigentlich sogar besser. Und wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, dass ich nicht immer raufkloppen soll wie so ein Vollidiot... Das verbraucht ungefähr
einen ganzen Balken. Jetzt gucken wir uns mal das Schwert nochmal kurz an. Dann ist auch die Folge instant vorbei. Weil die ist schon echt sehr, sehr lang. Verbraucht ein bisschen weniger. Ist zwar auch schneller, aber dafür jetzt schon schwächer. Jetzt wüsste ich nur ganz gerne, wie ich meine Keule noch weiter aufwerten könnte. Weil die macht ja wirklich schon mehr Schaden jetzt. Das ist schon witzig. Dann werde ich mal in der nächsten Folge weiter mit einer Keule spielen. Mal gucken, wie das so wird. Und dann gucke ich mal im Internet nach, wie man die weiter leveln kann. Ich glaube, das geht nämlich mit dem richtigen Titanit. Verstärkt Standardwaffe plus 10. Ja gut, das ist eine Standardwaffe, aber warum kann ich die nicht verstärken? Das würde ich ganz gerne wissen. Warum ich die eben nicht verstärken kann. Auf plus 10. Oder geht das doch? Warte mal. Ich kann ja sogar nochmal umwandeln geht hier gar nicht, ne. Warum kann ich mit großen Scherben jetzt nichts hier anfangen? Na gut. Dann bis zum nächsten Part von Dark Souls Remastered. Haut rein und tschüss.